Hallo und willkommen zurück. So, ich bin zurück, habe ja ganz viel hin und her geschleppt. Hab jetzt aus dem Silbererz Silberbahn und aus dem Rest Eisenerz, was ich noch abgebaut habe, Eisenbahn hergestellt. Das müssten wir also genug haben. Mal so 4 Stück hier von jedem ins Inventar packen. Dann packe ich mir nochmal Schießpulver ein. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt die Büchse bauen können. Ich habe die, das hatten wir schon vorbereitet. Pistolenbasis und die Musketenbasis. Jetzt schaue ich mal, jetzt müsste ich ja Sachen neu bauen können. Genau, die Muskete und die Büchse. Moment, da muss ich mal gucken, wie viel habe ich denn? 3 Stück habe ich. Soll ja reichen. Also ich müsste jetzt genug haben, um mir einmal alles 3 zu bauen. Okay, ich brauche diesen doofen Ast. Den habe ich jetzt natürlich nicht in der Tasche. Da hatte ich schon alles vorbereitet und den habe ich vergessen. Eine wichtige, spannende Sache ist passiert. Also ich habe ein Buch, eins von den Büchern gelesen. Kann leider nicht sagen, welches. Das hat einen folgenden Titel. Also eins der Bücher, die wir jetzt gerade gefunden hatten. So. Ja, jetzt ist wieder mal bedeckt. Die ganze Zeit war wunderschöner Sonnenschein. Und, achso, das wollte ich nämlich zeigen. Deswegen bin ich ja hierher gerannt. Dieses Buch hat den Effekt, dass es den Laderaum des Schiffes um 100% erhöht. Und jetzt sieht man hier unten, das sind plötzlich nicht mehr 300 Kapazität pro Truhe, sondern 600 pro Truhe. Also das ist schon extrem fett. Das ist hier wieder richtig Platz. Jetzt kann man wirklich sich vollstopfen mit dem Schiff. Das war nämlich eben schon mal am Ende. Also ich habe jetzt 1200 Ladekapazität auf diesem Schiff. Und eigentlich fehlt uns ja auch noch ein Schiff. Das kommt ja auch noch dazu. Das neue Schiff, das könnte ich eben noch nicht bauen. Ich habe noch kein Rezept dafür gefunden. Deshalb, wir bauen jetzt erstmal die Muskete. Also die Büchse als erstes. So. Hammer habe ich. Oh, das ringelt. Auch nicht schlecht. So. Dann nächste Waffe. Die Büchse. Okay, da brauche ich nochmal Musketenbasis. Dann mal anzünden hier. Musketenbasis. Und wieder löschen. So. Können wir jetzt bauen. Bauen wir. Und da ich genau 3 Werkzeugkisten habe, würde ich sagen, wir bauen einfach nochmal Pistole, weil die ist jetzt auch schon ein bisschen runter. Oder ich baue noch eine Büchse. Die Pistole hat schon ein bisschen was abgekriegt. Allerdings überlege ich, wenn ich die repariere, brauche ich 3-mal Eisenbahn. Das ist ganz schön fett. Also ich denke mal, wir werden uns sogar nochmal Munition bauen. So, aber lass uns doch mal das Ding angucken. Und der Speer ist auch hin. So, das ist jetzt also die Büchse. Für die ich natürlich auch passende Munition brauche. Ja, wir haben ja nur wieder 7 Eisenbahnen, danach ist schon wieder vorbei. Ich baue jetzt mal Munition noch passend. Nehmen wir eine Kugelladung. Und 5 Schuss und das sind nochmal 5 Schuss. Das tut weh. Das tut wirklich weh. Weil so viel Munition, so viel Eisen verbraucht. Gut. So, jetzt müssten wir eigentlich was haben in der Tasche. Muss ich den Quatsch bloß hier zu ordnen. Gucken, was er hier nimmt jetzt.
macht auf jeden Fall so, legt sofort an und hat ein kleines Visier. Gut, dann nehmen wir nochmal die zweite Büchse. Ah, so war es wie eine kleine Schrotflinte auf kurze Distanz. No, Muskete, mächtige Schusswaffe, Abzug erfordert Schrotladung, Basis, Haltbarkeit 400, fügt pro Schuss 90 Schaden zu. Schaden, Schussweite Mittel. Oh, hat die jetzt wieder gewechselt? Also. Was ist denn jetzt? Achso, die ist auf 1. So, Schusswaffe. Die Büchse ist eine Langwaffe. Mächtige Schusswaffe mit Auslöser, wirksam auf große Distanz, erfordert Kugeln, Basis, Haltbarkeit 400, fügt pro Schuss mindestens 1070 Schaden zu. Gut, haben wir jetzt also quasi einmal das ganze die ganze Palette gebaut. Das Einzige, was ich gerne noch machen würde, ist, den Speer nochmal zu erneuern. Das wird sich nicht lohnen, den zu bauen, den nochmal zu reparieren. Brauche ich dafür jetzt wiederum? Ich brauche bloß eine Eisenmesserklinge und nochmal so ein Holz. Habe ich. Jetzt zünden wir hier nochmal an. Eisenmesserklinge. Einmal Eisen. Teilweise ist es wirklich praktischer, wenn man die Sachen neu baut. So, habe ich. Und auch dafür habe ich einen neuen Speer. Gut. Tatsächlich finde ich die so irgendwie besser als der Säbel. Der Säbel hat zwar übelst Schaden, aber ist sehr, sehr schwer zu handeln. Ja, das ist jetzt ärgerlich. Jetzt habe ich eigentlich zu wenig Platz hier langsam sogar. Mache ich hier hin? Was habe ich jetzt hier? Kupfer, Knochen und 3 Eisenpfeile. Ja, das werde ich hier mal wegpacken. Kupferpfeile. Den Bogen könnten wir nochmal neu bauen. Und ich habe sogar 2 Dolche von diesem Seefahrer jetzt. Hier die Munition noch rein. Passt das hier noch rein? Ja. Oh, ich habe noch mal Pistolenbasis. Habe ich jetzt gar nicht gebaut, die neue Pistole. Gut. Es ist schon wieder dunkel. Wir gehen mal schlafen, damit es hoffentlich mal hell wird. Na, ein bisschen. So, ich esse hier was. Ein Chicken Zeugs. Wo habe ich noch mehr gekocht? Moment. Hier. Und ich habe Durst, da es ja gerade geregnet hat. So, jetzt haben wir nämlich noch was Neues. Hier sind nämlich die Hasenfelder, die habe ich schon einmal hergestellt und jetzt müssten sie auch trocken sein. Und da ist das Rezept. Und erst 3, ich habe irgendwo noch eins rumliegen zum Trocknen. Mal gucken, was wir damit machen können. Wir können damit Hasenleder herstellen. Okay. Was brauche ich denn für diese Klamotte, die ich jetzt habe? Die ich jetzt herstellen kann. Das ist einmal Leinenhose. Ah, okay. Und diese Jägersachen. Dazu brauche ich Hasenleder. Okay. Könnte eng werden. Ich glaube, damit werden wir noch ein paar mehr Hasen mit jagen müssen. Da immer noch das hier aufhängen. So, sieht witzig aus. Hasenfell. Das ist richtig pelzig, wenn man ganz nah rangeht. So. Jetzt muss ich daraus Hasenleder machen. Habe ich jetzt hier. Oh. Moment.
Könnte es Probleme geben? Doch, hier habe ich noch genug. So. Da müsste noch Wasser drin sein. Werden wir mal Hasen wieder jetzt herstellen. So, Bauplan freigeschaltet. Da sind sie, die drei guten Stücke. Und ich brauche Zwirn und jeweils zweimal Hasenleder. Das wird natürlich alles nicht reichen. So, Zwirn habe ich auch, glaube ich, genug. Wir stellen mal das erste Teil her. Ja, mit dem Hut an. Mit dem Hut an. Dann natürlich auch noch Nadeln einpacken sollen. Ja, ich habe hier so viele Nadeln. Packt mal alle ein. So. Gut haben wir. Wie weit wir kommen. Die Jacke haben wir und jetzt wird es wahrscheinlich wieder fehlen. Ja, zweimal Hasenleder fehlt uns. Okay, also wir haben jetzt Folgendes hergestellt. Hier Jacke erhöht Schutz vor Sonne plus 25, Schutz vor Regen plus 25, Schutz minus 2% Chance verwundet zu werden und die Vergiftung ist auch nochmal minus 2%. Freue mich aber kurz vor Wind. Vor Regen 25. Also da habe ich gegen Sonne und Wind und Regen jeweils 25. Mit der Rüstung. Muss mal diesen Patronentasche reparieren. Was brauche ich denn dafür? Zwirn. Egal. So. Auch repariert. Euch Leder dafür. Das ist gut. Leder müsste ich irgendwie rumliegen haben. Falsche Kiste. Mal die Sachen hier mal reparieren, auch wenn sie sich gar nicht so richtig lohnen, dann könnt ihr die eigentlich neu bauen. Hat ja auch auf ein ganz neues Rüstungsset nochmal gehofft. So richtig Rüstung. Was dann in Richtung Eisen geht. Gut. Haben wir alles repariert. Ja, das bringt jetzt natürlich noch nichts, wenn es nicht vollständig ist. Brauchen wir noch mehr Hasenleder. So, wie stelle ich denn das eigentlich her? Sehnen fahren aus Sehnen. Guck ich mal. Na, Gerber Werkbank. Also hier. So, haben wir. Jetzt fehlt nur noch Leinen. Das haben wir noch nicht hergestellt. Mal gucken. Das habe ich jetzt hier irgendwo reingeschmissen. So, Flachsbündel. Dann gucken wir mal, was wir daraus bauen können. Wir können daraus Leinen machen. Am verbesserten Webstuhl. Dann werden wir mal hochgehen. Und werden jetzt mal Leinen genug herstellen. So, 21 Stunden. Dann ist es wenigstens wieder hell. Ich werde hier mal was trinken. So. Haben wir. Davon habe ich auch noch was. Was mache ich jetzt mit dem Leinen?
Einen Leinen-Schlafsack. Oh, das ist natürlich schön cool. Alles an der Werkbank, alles mit Nadeln. Leinenhaube. Und was macht die? Bietet verstärkten Schutz vor Sonne, Regen, Hitze und Kälte. Gewährt 7 Rüstungseinheiten. Und Schaden vor Tieren. Ich glaube, die können wir sogar komplett bauen. Ja, egal, ich nehme jetzt mal alle mit. So, dann bauen wir uns jetzt mal die Leinensachen und den Schlafsack, würde ich sagen. So, 2. Haben wir. Bus. Brauche ich noch 2 von denen. Moment. Liegt hier alles eigentlich rum? So, nochmal neu. Rust. Und ab dafür. Jetzt die Hose, glaube ich. Und die Schuhe. So, Überlebenspunkt haben wir gekriegt. Jetzt muss ich bloß nochmal den Schlafsack finden. Da ist er. Oh, jetzt ist es inzwischen auch schon wieder dunkel geworden. Ich kann es ja nicht zeigen, wie es angezogen aussieht. Wir vergleichen mal. Das gibt Schaden 12, Rüstungsschaden. Und plus 25, 20 Schutz und Hitze. Also von allem immer 20, 25. Okay, das gibt mehr oder weniger Rüstung. Also es gibt mehr Schutz vor Wind, jeweils 5%, und Schutz vor Regen. Warum sind das mehr? 1, 2, 3, 4. Ah, Kälte. Das gibt auch Schutz vor Kälte. Verstanden. Dann mache ich mal das, was ich schon mal gemacht habe. Ich glaube, was ganz gut geht. Halbwegs. Dass man das so hinlegt hier. Jetzt falsch rum. Gut, das ist einfach bloß ein Sack. Und nochmal den Schlafsack. So. Jetzt haben wir hier einmal die neuen Sachen. Dann werden wir nochmal die Muskete einmal hinlegen. Mal sehen, wie die überhaupt aussieht. So, nochmal die Pistole. Dann machen wir nochmal einen Säbel hier auch noch in der Mitte. Der nicht ein bisschen besser fallen können. So. Das sieht doch mal gut aus. So. Das wäre es jetzt, glaube ich. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist diese Jägerrüstung. Dazu muss ich noch ein paar Hasen fangen. Und wir wollen uns dann noch bei der nächsten Folge den Bereich angucken, wo wir jetzt nicht rein konnten. Und zwar da, wo wir die Gasmaske brauchen. Dann bedanke ich mich erstmal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.